Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Super Mario Bros. 3.5D Color Splash Zeugs. Ja. Genau. Wir spielen Super Mario Color Splash in 3,5D. Oder 2,5D. Irgendwie sowas. Und ja. Guck mal, in welche Röhre wir müssen. Okay. Diese macht das. Diese hier macht das. Und diese hier. Aha. Macht da. Ah. Verdammt. Gut, das ist natürlich jetzt blöd. Jetzt kommen wir natürlich nicht mehr in die rote Röhre. Die bestimmt irgendwas Spezielles für uns bereithält. Haben wir hier auch wieder 25 Röhre. Oh, ein Hammer. Ein neues Dings. Na, das brauchen wir bestimmt. Von daher gar nicht so schlimm, dass wir hier nicht in die rote Röhre gekommen sind. Wahrscheinlich ist die rote irgendein Bonus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir werden es bestimmt irgendwann feststellen. Hier kommen wir auf jeden Fall rein, weil anders geht's nicht. Wo genau sind wir? Aha, okay, wir sind also quasi wieder zum Anfang zurück. Jetzt sind wir sind wirklich tatsächlich ganz am Anfang. So, das heißt, wir können hier den platt machen, uns die Farbe gönnen, gehen in den nächsten Abschnitt, gehen wieder zurück in die rote Röhre. Na, war vielleicht ein bisschen früh, aber mit etwas Timing schaffen wir das. Hauptsache, wir lassen uns nicht wieder von dem Koopa so lang belästigen. Ich nehme an, die sind nämlich auch wieder da. Yep. Yep, 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 yep. So. Gib mir Farbe. Oh, nee, der Koopa ist weg. Schön, dann gehen wir jetzt in die Tiefe und nehmen diese Röhre und gehen in die rote Röhre. Diesen Weg gibt es auch noch. Aha. Oh. Wir sind also in einem Bowser-Castle gelandet. Schön. Oder auch nicht so schön. Aber ich finde sehr cool, wie detailverliebt Nintendo oder, wie heißen die? Intelligent Systems. Diese, ja, diesen Artstyle von Super Mario Bros. 3 so detailgetreu übernommen hat. Finde ich echt super geil. Oh, 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 das ist ein Lauf gegen die Zeit. Wir haben hier eine rote Röhre. Die roten Röhren scheinen so eine Art goldener Weg zu sein, oder? Ui, au! Gut. Ja, die roten Röhren scheinen tatsächlich der richtige Weg zu sein. Oh, oh, oh. Nicht so geil. Ich nehme einen großen Wurfhammer und einen großen Seriensprung. Und dann nehmen wir noch einen K.O.-Hammer mit rein. Und ich weiß nicht, was überbleibt. Nehmen wir noch einen dreifachen Hüpfpushen. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja auch mit diesen drei, mit den ersten drei Karten. Ich weiß es noch nicht. Okay, das war leider nur super. Schade. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Na, wahrscheinlich reicht's nicht. Wirklich? Nur für den Bumerang-Bruder müssen wir jetzt den Hüpfpushen benutzen. Der ist jetzt auch schon down. Ja, schade. Okay, habe ich mir ein wenig schwieriger vorgestellt, den Kampf. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir haben eine Bumerang-Bruder-Karte. Okay. Oh, schau nur. Er ist zwar merkwürdig kantig, aber das sieht für mich wie ein Farbstern aus. You got a Mini-Paint-Star. Kleinen Farbstern erhalten. Diese Flagge scheint wichtig zu sein. Vielleicht kommen wir mit ihr wieder hier raus. Spring doch mal an sie ran, wie du es manchmal beim Ausschneiden machst. Okay. Wobei diese Fahnen gab es in Super Mario Bros. 3 nicht, ne? Fabian, wollte ich nur mal gesagt haben.
Die Sternschnuppe, die in den Monitor gesaugt wurde, kam plötzlich herausgeflogen und das völlig ohne 3D-Brille. Ja, und jetzt müssen wir hier oben hin. Okay, cool. Das war ein gelungener Level. Und ich hoffe, dass wir alles haben. Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht will ich auch einfach nochmal in diese 3D-Welt rein. Nein. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht fehlt uns ein Dings. Ich habe keine Ahnung. Ein Brief ist in Port Prisma angekommen. Oh, so viele Wege. Oh, ich bin überfordert. Okay, wir gehen erstmal den Brief in Port Prisma holen. Ich fand dieses Super Mario Bros. 3 Ding unglaublich großartig. Ah, mega cool. Hätte ruhig noch deutlich mehr sein können. Ohne Flachs. Finde ich einfach super toll. Vor allen Dingen, weil Super Mario Bros. 3 einfach das Super Mario Bros. Ist, mit dem ich groß geworden bin. Klar, Super Mario Bros. 1 auch, aber das war halt damals als sechsjähriger Junge ziemlich bockschwer. Ah, hallo, großer Bruder. Hier ist wieder dein kleiner Bruder Luigi. Lass uns Verstecken spielen, Bruder. Hast du mich schon gefunden? Weißt du noch, wie wir als Kinder immer gespielt haben? Ich habe mich an 5 Orte versteckt, das Labor nicht mitgezählt. Du bist an allen davon nur schon einmal gewesen. Komm und finde mich. Nicht vergessen, alte Briefe kannst du jederzeit noch einmal lesen. Öffne das Menü, berühre Items und dann das Postsymbol. Ja, gut, aber für 300 Münzen... Weißt du, was ich meine? Es ist so... 300 Münzen. Muss nicht sein. Okay, ich wollte hier nochmal gucken, ob ich hier irgendwo einen Farblos-Fleck finde, aber nö, keine Chance. Einer fehlt, aber ich habe keinen blassen Schimmer wo. Gut. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas finden müssen. In dem Grünkernkraftwerk. Deshalb werde ich das jetzt auch... Oh. 0%. Na, wir gehen noch mal rein. Wir gehen noch mal rein. Ja, weil auch im zweiten Levelabschnitt von dem Super Mario Bros. 3 Teil... Da muss da noch irgendwas sein. Und wir haben 0% restaurierte Farblosflecken. Also irgendwo muss es auch Farblosflecken geben. Ausschneiden. Genau. Wollte gerade überlegen, wie wir da reinkommen. Vielleicht gibt es auch noch irgendwo ein weiteres Dings. Es ist nicht mehr viel, was wir in diesem Spiel noch brauchen. Aber so ein bisschen was. Okay. Okay, Mario. Komm, wir rocken das Ding. Die Frage ist, wie kommen wir, können wir hier raus? Ja, können wir. Okay, cool. Dann ist alles super. Dann ist alles wunderbar super. Okay. Dann habe ich überhaupt keine Bedenken, dass wir uns hier irgendwo verrennen. Meine einzige Sorge war tatsächlich, dass wir hier ein Problem bekommen, was das Rauskommen angeht, weil wir ja wahrscheinlich am anderen Ende von diesem Level nicht so eine dolle Fahne haben, mit der wir hier rauskommen. Einfach so. Okay, jetzt bleiben wir einfach mal außerhalb der Perspektive. Machen diesen Bumerang-Bruder kaputt, der mir tierisch auf die Eier geht. So, 2 davon. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen einen K.O.-Hammer. Haben wir noch einen? Ja, haben wir. Und einen dreifachen kaputten Hammer. Das sollte eigentlich... Sollte es das tun, wenn wir den K.O.-Hammer nicht total verreißen. So, bam. Oh, oh, oh. Ich dachte, es macht mehr Schaden. Oh, shit. Vor allem... Ja, okay. Ich sehe ein, dass ich da ein bisschen mich verkalkuliert habe. So, jetzt haben wir noch irgendwo einen kleinen Sprung. Oder so. Wir könnten einen Gumba und einen Shy Guy, wie heißen die denn? Nicht Shy Guy, sondern... Ich komme gerade nicht drauf. Komm, ihr macht das. Der kann nichts mehr.
Was? Sniffit. Das war's. Danke. Danke, danke, danke. Ihr könnt zwar nix, aber das könnt ihr. Oh. Schön. Unsere maximale Farbe erhöht sich wahrscheinlich auf 380. Ja. Große Schritte macht man da nicht mehr. Und wo geht's hier hin? Oh, nee. Oh, ich will nicht kämpfen. Nein. Vor allem nicht gegen so viele Stapel. Mario, renn mal weg. Komm. Bitte. Du schaffst das, oder? Doch, mit Sicherheit. Komm. Das ist doch nicht wahr. Ah, natürlich lasse ich mich auch noch voll treffen. Und die machen das alle. 7. Ah, 18 und 7 sind 25. Das geht noch. Mario, renn weg. Bitte. Das ist doch nicht wahr. Es sind nur Koopas. Viele davon, okay, aber ohne Scheiß. Und ich krieg's nicht hin zu blocken. Okay, eine Runde überleben wir noch. Komm, Mario, renn. Danke. Weißt du eigentlich, dass mir damit ziemlich auf die Eier gegangen bist, Mario? Oh. Okay. Da muss doch irgendwo was sein. Okay, wir gehen nochmal raus aus der Perspektive. Gehen erstmal da hoch. So. Jetzt können wir hier über die Perspektive dahin. Oh nein! Scheiße. Das ist gar nicht so einfach. So, und rüber. Genau, und jetzt hier rein. Toll. Da muss doch irgendwas sein. Das ist doch nicht umsonst so. Das ist doch nicht umsonst so. Aha. Ah. Ah, okay. Wir kommen hier an eine Stelle, die wir sonst nicht betreten können. Weil wir nicht an der Fahne vorbeikommen. Und wo sind wir hier? Hier ist eine Röhre und Ende. Gibt es hier in der Perspektive noch irgendwas? Nein. Okay. Gehen wir in die Röhre. Das sieht mir schon so ein bisschen nach Super Special Zeug aus. Ah. Ich verstehe. Hier müssen wir wahrscheinlich in die Perspektive. Und finden eine Treppe. Treppe, 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 Treppe. Okay. So, zack. Und wir können oben langlaufen. Das ist auch ein altes Gimmick aus Super Mario Bros. Spielen. Und wir finden einen roten Rettertoad. Ja! Shit. Komm schon. Aua. Wir müssen den Bumerang-Typen erstmal kaputt machen. Oh. Okay. Was wir als erstes tun, ist uns einen großen Pilz reinpfeifen. Wir haben keinen großen Pilz. Hey. Wir pfeifen uns einen kleinen Pilz rein. Und noch einen kleinen Pilz. Und wir nehmen einen Bumerang-Guy und einen normalen Koopa. Die sollten uns tatsächlich auch helfen. Also auch abwehrtechnisch. Hoffe ich. So, Mario geht's wieder einigermaßen gut. Koopa, mach mal was. Du kannst ja gut austeilen. Glaube ich. Oh ja, okay. Nicht das Beste, aber ist okay. Kann man was mit anfangen. Und Bumerang-Guy. Danke. Danke. Heißt du Bumerang-Bruder, ne? Ja. Mario, du bist es wirklich. Ich dachte, ich hätte dich vorhin schon gesehen, aber das habe ich mir wohl nur eingebildet. Du warst so kantig und insgesamt seltsam. Ich habe den grünen kleinen Farbstern bisher verfolgt, aber dieser Bumerang-Bruder war zu viel für mich. Lass uns schnell in die echte Welt zurückkehren. Ich warte am Flaggenmast. Okay.
Oh, na gut. Dann nehmen wir das halt nicht mit. So. Ja, cool. Wirklich cool. Farbe. Böp. Böp. Und raus hier. Wahrscheinlich landen wir jetzt direkt am Flaggenmast. Ah, so ähnlich. Eigentlich habe ich keine Lust auf dich. Aber wir kommen nicht über ihn drüber. Soll ich nochmal versuchen wegzulaufen? Eigentlich... Naja, gut, er ist alleine, ne? Ach, komm. Wir nehmen erstmal eine Feuerblume und... Dann, falls er noch stehen sollte, kriegt er... Boah, ich hab nur so großes Zeug. Kriegt er noch einen großen Hammer ab? Das sollte ihn eigentlich aus den Latschen hauen. Komm, Mario. Gut, super, spitze, exzellent. Ja, wir haben ihn pulverisiert, eingeäschert sozusagen. Du bist du ja, nichts wie raus hier. Ja, sofort. So. Bin ich vielleicht froh, wieder vom Papier umgeben zu sein? In diesem Monitor wäre ich fast durchgedreht. Roter Rettertod Nummer 46, bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Hauptquartier in Port Prisma, auf unseren Anführer warten. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Cut. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Ich werde mich in der Zwischenzeit schlau machen, ob wir noch irgendwas finden können im Green Camp Kraftwerk. Ich wäre mir da gar nicht so unsicher. Und ja, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Keep gaming und ciao. Und diesen blöden sonst was Guy werden wir einfach überspringen, weil der ist einfach nur nervig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.